Guten Tag zu dieser. Ja, und wenn ihr euch hier fragt, wo wir sind in der Pampa. Ja, in der Pampa. Im Autokino Mildenberg. Der Abspann läuft. Eines nicht ganz mehr aktuellen Kino, Hollywood. Der ist von 2020. Ja, nicht mehr ganz aktuell, es gab ja Corona dazwischen. Ja, gut. Aber so, wir fahren jetzt auch mal los. Hoffentlich springt unser Auto an. Ja, es springt. Sehr schön. Oh, guck mal, in Kolonne. Und sieh mal, oh. Aber ich glaube, wir müssen die Reihenfolge abwarten. Ja, wir sind hier die Letzten. Das heißt, na gut, aber die beiden Damen links neben uns, die werden wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen. Die brauchen noch ein bisschen, die müssen das mal aufbauen. Deshalb schließen wir uns das einfach hier mal an. Ja, Autokino Mildenberg bei Zedenick. Das ist ein Ortsteil von Zedenick. Und hier gibt es seit 2 Wochen, glaube ich, ein Autokino. Muss man sagen, also sehr schön, auch sehr schön beleuchtet jetzt zur Abendzeit. Kann man leider nicht sehen. Die ganzen Loren und Co. Ja, kannst du ja mal versuchen. Kann man mal sieht. Ja, guck mal, sieht das sehr schön aus. Vor uns die schicken Autos, in der wir jetzt Kolonne hier rausfahren. Und wir teasern gerade unsere keine Woche Show an. Und, in der wir über unseren Ausflug berichten, genau. Und sagen, was man denn hier so, wie es denn hier so ist. Und ob man es denn auch gleich findet. Ja, genau. Werden wir euch auch verraten. Lasst euch überraschen. Ja. Und wir sprechen auch so ein bisschen über Weltpolitik. Über die neuesten Gäste von Angela Merkel. Von Angie. Ja, auch ganz hier in der Nähe, in Meseberg. Aber, ja. Und uns ist auch beiden aufgefallen, dass wir noch nie im Ziegeleipark Mildenberg waren. Nee. Ob es nun eine Reise wert ist, wissen wir immer noch nicht, aber kann man ja vielleicht mal irgendwann zumindest, mal ja, also ob das Autokino eine Reise wäre, werden wir euch dann sagen. In der Sendung. Aber jetzt fahren wir erstmal die Kolonne lang. Also schön erstmal alles ausgeleuchtet, wo wir überhaupt lang müssen. Ja. Ja. Was war denn sonst noch so los diese Woche, was wir vielleicht in der Sendung gar nicht besprochen haben? Ich habe, um das gleich mal, also ich habe gehört, ursprünglich hatte die ARD vor, zum Ende des Jahres die SD-Verbreitung einzustellen. Ach. Ja. Aber war geplant, jetzt verlängern sie es doch, weil angeblich der Satellitenbetreiber und so weiter hatte denen wohl ein ganz gutes Angebot gemacht und jetzt sendet die ARD alle ihre Programme noch wahrscheinlich 3 Jahre weiter, auch über SD. Das wird natürlich die erfreuen, die jetzt gerade auf HD umgestiegen sind. Ne? Aber ganz ehrlich, ich finde da nicht groß den Unterschied bei unserem Fernseher jedenfalls. Weißt du, wo wir auch nicht reden? Na? 35 Jahre lang ist es her, dass es Live Aid gab. 1985 gab es diese, vor 35 Jahren war Live Aid parallel von Philadelphia und London, ne? Und was da für Leute aufgetreten sind. Boom, Torn Rats, David Bowie, Phil Collins, Dire Straits, Brian Ferry, Elton John, Queen, Spandau Ballet, Status Quo. Und hier ist gleich das erste Reh über die Straße gerannt. Mensch. Und. Oder ein Hase. Es war, glaube ich, ein Hase. Brian Adams, Eric Clapton, Duran Duran, Boy George, Helen Oates, Mick Jagger. Warum liest du das jetzt vor? Weil ich total spannend finde, weil so diese große Anzahl von Stars, also diese auf einer, fast also auf zwei Bühnen gekriegt haben. Dieses riesengroße Spektakel und es ist schon mittlerweile 35 Jahre her. Und das Krasse ist, dass du ja noch unglaublich viele Leute, die damals aufgetreten sind, heute noch so eine Musik machen. Klingt spektakulär. Klingt total spannend. Ja. Ihr klingt spektakulär. Großartig. Mittlerweile zwar alle über 70, aber ja. Nee, sonst war. Soll das nicht mal eine Neuauflage? Ah, nee, Live Aid. Das gab es doch 2008, wenn ich daran erinnere. Das war sogar in Berlin. Und wer ist in Berlin aufgetreten unter anderem? Nein, ich habe das jetzt mit Woodstock verwechselt. Ach so. Woodstock wird übrigens jedes Jahr in Polen ausgetragen. Wenn ihr noch nicht aufgefallen, es gibt immer in Polen jedes Jahr ein Woodstock-Festival. Apropos Polen, ja, die haben ja jetzt auch wieder gewählt. Ja. Die haben ja wieder, ich weiß nicht, haben sie Parlament gewählt oder den Präsidenten gewählt? Ich glaube nur den Präsidenten. Ja, stimmt. Ja, und da hat der Duda ganz knapp gewonnen. Ja. Sehr bedauerlich. 51% hat er knapp gekriegt. Wobei, so wie jetzt war, kann es ja auch für Polen nicht weitergehen. Mal gucken, wie es da sich denn zukünftig... Naja, was heißt, kann es nicht weitergehen? Naja, so? Komm, die hatte schon. Er hat ja bei den Alten abgesahnt. Also gerade was Ü60 ist, hat der Duda gewählt. Und alles, was U30 war, hat alle hier den... Und nicht nur das, sondern auch das Land. Also es war wohl auch so, dass das Land, also die dörflichen Gegenden stärker abgestimmt haben. Den polnischen... Nee, den Warschauer... Bürgermeister, so kann ich den Namen nicht aussprechen. Ja, ich auch nicht.
Also es ist jedenfalls ja, schade, dass die Polen da nicht zurücksteuern und wieder einen besseren Weg wählen. Naja, guck mal, die ganzen Ostblock-Staaten haben ja gerade ein bisschen so das Problem, dass sie halt in sehr nationalistische Tendenzen geraten. Also ob das gerade Ungarn ist, hat ja nur den Vorreiter macht. Die haben ja so gerade die ganzen Grenzen endlich gemacht, war? Wegen Corona. Ja, und wir hatten ja dann auch gerade den Fall mit der hessischen Polizei, ja, wo da irgendwelche Polizisten irgendwelche Personenabfragen getätigt haben, die da nicht so ganz legal waren, beziehungsweise die irgendwie dazu geführt haben, dass irgendwelche Leute rechtsextreme Drohungen bekommen haben, mhm, permanent. Dafür ist ja auch dann am Dienstag der Polizeipräsident von Hessen auch zurückgetreten. Ja. Zu Recht. Ja, das sind alles Themen, über die wir dann nicht sprechen. Es geht, wie gesagt, vor allem um unseren Autokino-Trip. Und ja. Den ersten übrigens, ja. Also, wie gesagt, also dein ersten. Mein ersten, ja. Man muss erst 40 werden, um sonst ins Autokino zu kommen. Bist schon 41. Mann, Ü 40, Entschuldigung. Mein erstes Mal im Autokino müsste 1998 gewesen sein. Blutjung. Autokino Zempo. Hinter Rheinsberg an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern. Kannst du mal sehen, das ist ja schon nicht mehr wahr. Sind wir jetzt eigentlich wieder raus aus Mildenberg? Oder ich habe keine Ahnung. Nee, der Mildenberg kommt da erst. Und dann musst du, glaube ich, irgendwie links und dann rechts und keine Ahnung. Ja. Du machst das schon. Eventuell finden wir jetzt auch den Rückweg. Ich will nicht zu viel verraten, dass da irgendwas schiefgelaufen sein könnte. Das hast du nicht verraten. Nein. Ja. Nein. Ja, also Sonntag. Ja. 11.30 Uhr. Ja. Vor Kiwi. Auf, ja, vor Kiwi, vor, auf dem YouTube-Kanal, den ihr ja gerade verfolgt. Genau, wie heißt denn der eigentlich? RT Sepper heißt der. Ach so, der, ja. Den ihr bitte auch abonniert. Die Glocke nicht vergessen. Genau. Mhm. Und im besten Fall noch kommentiert und wenn es geht, positiv. Und liken natürlich. Und natürlich, ja, nur den Daumen nach oben. Natürlich. Das machen ja die Leute ja regelmäßig, wie wir so in der Vergangenheit sehen durften. Könnte natürlich noch mehr sein, ne? Ja. 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 Also wir fahren jetzt hier gerade durch den Ort Mildenberg. Ja. Und da ist der Hund schon begraben hier. Ja. Du kannst ja zum Abschluss noch was aus dem Ort sagen. Wir sehen uns, wie gesagt, am Sonntag 11.30 Uhr wieder. Also hier mit der Kamera. Ach so, Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüssi. Und, oh, guck mal, ist das nicht traumhaft?